1956. Pomp und Getöse in allen Ecken. Greifswald feiert mit tausenden Gästen das 500-jährige Bestehen seiner Universität. Der damalige Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl, ist einer von ihnen. Zu ihrem Jubiläum sind Wissenschaftler aus aller Welt gekommen. Gelehrte, Träger von hohen und berühmten Namen, Würdenträger und ehemalige Schüler. Ich habe die Ehre, Sie alle im Namen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu begrüßen. Damals wie heute stand der Gastgeber jedoch vor dem Problem des Veranstaltungsortes. Greifswald hatte keine großen Räume außer den Kirchen. In die Kirche wollte man dem Geist der Zeit entsprechend nicht gehen. Man lud den Zirkus Busch ein, der in Greifswald gastierte und dann für diese Festlichkeiten sein Zelt zur Verfügung stellte. Man hat da also aus Pappe eine griechische Tempelfassade konstruiert und vor das Zelt gesetzt. Dadurch sah das nun schon etwas dekorativer aus. Humboldt hat einmal das Wort geprägt: Wer Männer wolle, müsse Jugend wagen. Ich möchte dieses Wort im übertragenen Sinne dahin deuten: Ihre Universität soll sich mutig die Förderung des Nachwuchses angelegen sein lassen, voll Vertrauen auf künftige große Leistungen der jungen Kräfte. Es wurde natürlich nicht nur geredet an diesem Tag. Mit Kostümen ausgestattet liefen Universitätsangehörige in einem großen Festumzug durch die Stadt. Zum Höhepunkt des Tages kamen auch die damaligen Studenten auf ihre Kosten. Die Studentenschaft wurde aufgefordert, mit Fackeln zum Marktplatz zu ziehen und nach der großen Kundgebung auf dem Marktplatz dann wurde Freibier durch den Rektor im Sportlerheim in der Wolgaster Straße versprochen. Nun, man kann sich vorstellen, dass der Marktplatz entsprechend gefüllt war. Und diese Gelegenheit wurde natürlich auch genutzt, um oben aus dem Rathausfenster große Ansprachen zu halten, die dann endeten mit der Aufforderung, nun das Weltstudentenlied zu singen. Wer sollte das singen, wenn keiner den Text kannte? Es war eisiges Schweigen, bis diese peinliche Zeit dadurch abgebrochen wurde, dass die Theologen, die an einer Ecke des Marktes standen, Gaudeamus igitur anstimmten. Und siehe da, schon sang der ganze Markt